Ich bin geboren in Fürth. Ich habe da aber noch nie gelebt. Mit einem Jahr sind wir nach USA gezogen. Und danach sind wir nach Japan gezogen. Da wurde ich eingeschult und später sind wir wieder nach USA gezogen. Da habe ich die 6. Klasse noch fertig gemacht. Und anschließend sind wir wieder nach Deutschland gezogen. Damals habe ich gesagt, hier wirst du dich nie zu Hause fühlen. Das ist jetzt 22 Jahre her. Wo ist meine Heimat? Vielleicht ist die Frage nach deiner Heimat ja leichter zu beantworten. Der Flughafen ist ja mehr so ein Durchgangsort. Man ist auf dem Weg irgendwohin, aber noch nirgends angekommen. Ich fühle mich hier aber durchaus heimisch, weil ich schon als kleines Kind viel am Flughafen unterwegs war. Die Heimat ist ja eigentlich ein Ort, an dem man sich heimisch fühlt, an dem man sicher ist. Wenn man unterwegs ist, vielleicht der Ort, an den man sich zurücksehnt. Ein Ort, mit dem man bestimmte Erinnerungen verbindet. Hoffentlich gute. Den Begriff der Heimat gibt es übrigens nur in der deutschsprachigen Welt. Im Englischen kennt man das gar nicht. Im Englischen spricht man vielmehr von home. Aber da kann es durchaus passieren, dass man gefragt wird, where do you call home? Wo nennst du dein Zuhause? An welchem Ort fühlst du dich beheimatet? Andere Kulturen haben ein besseres Verständnis, wie relativ das alles sein kann. Und trotzdem kennen alle Kulturen irgendwie diese Sehnsucht nach der Heimat, diese Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit. Und daneben tritt manchmal das Gefühl der Heimatlosigkeit oder des Heimwehs. Ja, das Gefühl, dass man ganz alleine irgendwie auf weiter Flur, ganz alleine in der Welt steht. Also kein gutes Gefühl, dass einem jeglicher Halt fehlt. Vielleicht, dass man keinerlei Geborgenheit hat, in einem ungewissen Setting, weit weg von allem, was man kennt und einem lieb ist. Vielleicht lässt sich die Heimat gerade so beschreiben, dass man sagt, genau das Gegenteil davon. Jesus hat dazu ein Gleichnis erzählt. Ein Sohn ist in seiner Heimat gelangweilt und will raus in die weite Welt. Er verlangt von seinem Vater seinen Anteil vom Erbe und damit zieht er los. Er lebt über seinen Verhältnissen, bis er nichts mehr hat, zum Bettler geworden ist und in eine Hungersnot ums Überleben kämpft. Selbst dem Vieh geht es besser als ihm, sagt er sich. Als er das realisiert, merkt er, was er in seiner Heimat, im Haus seines Vaters hatte. Und er will wieder dorthin zurück. Der verlorene Sohn hat seine Heimat mit einigen bewussten oder unbewussten schlechten Entscheidungen verlassen. Und manches hat er wirklich verbockt. Für anderes wiederum die Hungersnot, da konnte er nichts für. Man könnte sicher sagen, er hat sein Lebensziel verfehlt. Und andererseits, er hat ja genau das erreicht, was er erreichen wollte. Aber am Ende hat ihn das nicht ausgefüllt und er stand leer da. Vielleicht ist es also besser zu sagen, er hat das Ziel verfehlt, was Gott für sein Leben hatte. Bibelgriechisch hamartia, die Zielverfehlung. Martin Luther übersetzt das mit Sünde. Ja, und Sünde ist irgendetwas, was geschehen ist, kann man nicht ungeschehen machen. Es lässt sich auch nicht wieder gut machen. Wir können um Verzeihung bitten. Wir können versuchen, etwas Symbolisches als Wiedergutmachung anzubieten. Aber das ist nicht in unserer Hand, ob unser Angebot angenommen wird. In unserer Gesellschaft ist es inzwischen so, dass man sich nicht mehr so viel seine Fehler und seine Schuld eingesteht. Und ich glaube, das ist so eine Art Schutzmechanismus, dass man sich nicht so verletzlich macht. Und dann sagt man eben so, ich lebe mein Leben so, wie ich lebe, du wie deins. Ja? Das ist mein Ding, dass ich das so mache. Und wenn schon, dann musst du irgendwie damit klarkommen. Und doch ist es so, dass wir, glaube ich, alle diese Angst vor Zurückweisung irgendwie nachvollziehen können. Also man hat in der Familie so richtig Knatsch. Im Eifer des Gefechtes sagt man Sachen, tut Sachen, die so gar nicht gehen, sodass man wirklich an dem Punkt bin, innerlich zu fragen, kann mir das irgendjemand noch verzeihen?
Der verlorene Sohn hat befürchtet, dass er in seiner Heimat aufgrund seiner Zielverfehlung nicht mehr willkommen sein würde. Bestenfalls als Diener. Ja, er hat in seiner Vorstellung seine Heimat sozusagen doppelt verloren. Seine neue Wunschheimat und die alte. Wie gehen wir damit um, wenn uns unsere Heimat genommen wird? Also, man denke mal ganz existenziell an die Ukraine, die stehen da jetzt auf einmal. Aber man muss ja nicht mal so weit denken. Durch Corona wurde mir meine Welt so genommen, wie ich sie vorher kannte. Es war von einem Tag auf den anderen alles anders. Ich glaube, das können wir irgendwie alle nachvollziehen. Wie gehen wir also damit um? Spätestens so fühle ich mich wie der verlorene Sohn. Jesus erzählt dieses Gleichnis, weil er darstellen möchte, wie Gott ist. Das ist ja der Vater, er ist das Zeichen für Gott. Ganz allgemein erzählt Jesus eine Geschichte von jemandem, der sich von Gott abgewendet hat und dann irgendwann wieder zurück will. Und dann mit dieser Angst kämpft, ob der noch willkommen ist. Ob Gott ihn denn noch annehmen würde. Der Sohn macht sich auf. Er war davon überzeugt, dass er in seiner alten Heimat alles verspielt hatte. Er hat sich vorgenommen, nach Hause zu kommen, um Verzeihung zu bitten und seinem Vater zu bitten um einen Job, dass er sich irgendwie über Wasser halten kann. Aber er wird überrascht. Sein Vater rennt ihm mit offenen Armen entgegen, begrüßt ihn. Und es wird nicht nur seine Sehnsucht erfüllt, sondern so viel mehr. Der Vater ist so anders, als er sich vorstellen konnte. Was ist eigentlich mit unserer Sehnsucht? Wir wollen ja auch irgendwie irgendwo ankommen. Ich habe eine Sehnsucht nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach wirtschaftlicher Stabilität. Aber das ist alles gar nicht so einfach, gell? Zum Glück sagt Jesus Folgendes. In der Welt habt ihr Angst. Also, das ist nichts, was uns überraschen muss. Und zum Glück sagt er aber auch Folgendes. Seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Vielleicht müssen wir uns mit einer sehr unvollkommenen Heimat abfinden, bis tatsächlich das Böse und die Welt überwunden ist. Und wo ist unsere Heimat jetzt? Hier haben wir sicher alle unsere eigene Antwort oder wir sind uns gar nicht mal so sicher. Zum Glück sagt uns Paulus aber noch was. Er schreibt, unsere Heimat ist im Himmel. Also jetzt nicht der Himmel, sondern der andere. Auf dieser Erde kommen wir alle irgendwoher und nennen irgendeinen Ort unser Zuhause. Aber als Christen haben wir eine Heimat, die darüber hinausgeht, die noch viel intensiver ist. Ja, unsere Heimat ist im Himmel. Etwas wörtlicher übersetzt heißt es nämlich, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ja, und was heißt das? Also mal für uns. Ja, unsere Staatsbürgerschaft ist im Himmel. Wir sind Staatsbürger des Himmels. Als Staatsbürger habe ich sowas hier, was meine Staatsbürgerschaft ausweist. Dieses Dokument zeichnet mich als Bürger der Bundesrepublik Deutschland aus, mit allen Rechten und Pflichten, die dazugehören. Sollte ich im Ausland sein, dann berechtigt meine Staatsbürgerschaft mich, die Bundesrepublik Deutschland zu betreten. Und sollte ich im Ausland sein und mir irgendetwas zustößt, dann ist dieses Dokument Zeugnis dafür, dass die Bundesrepublik mich nicht im Stich lassen wird. Und als Staatsbürger habe ich sowas hier, was mich als Staatsbürger auszeichnet. Das hier ist ein Zeichen dafür, dass ich Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika bin. Mit allen Rechten und Pflichten, die damit einhergehen. Ich will es nochmal deutlich machen. Wenn ich im Ausland bin, berechtigt mich meine Staatsbürgerschaft, die Vereinigten Staaten von Amerika zu betreten. Und das heißt wirklich, ich muss kein Visum,
beantragen, ich muss mich auch nicht vorher anmelden, sondern ich habe den Rechtsanspruch, meine Heimat zu betreten. Das kann man mir nicht ausschlagen. Das kann man mir nur dann ausschlagen, wenn man meine Staatsbürgerschaft mir entzieht. Und sollte ich im Ausland sein, zum Beispiel in Deutschland, und mir stößt irgendetwas zu, ich werde verhaftet oder schlimmer, dann habe ich die Gewissheit, dass die Vereinigten Staaten von Amerika Himmel und Erde in Bewegung setzen und mich nicht alleine lassen. Ich habe tatsächlich als Staatsbürger das Recht, im Falle einer Verhaftung zu verlangen, einen amerikanischen Konsul zu sprechen. Und das wird mir eingeräumt. Paulus hatte übrigens genau so eine Situation. Der wurde mal verhört und dann irgendwann hat er gesagt, mir reicht's. Ich bin Bürger des Römischen Reichs. Ich habe Rechte. Und als solcher hatte er tatsächlich das Recht, an den römischen Kaiser direkt zu appellieren. Und die Leute, als sie das gehört haben, waren erschrocken und haben ihm dieses Recht natürlich gewährt. In dem Moment, wo er von seinem Bürgerrecht Gebrauch gemacht hat, hat sich alles verändert. Wo der verlorene Sohn nur hoffen konnte, da sagt uns Paulus zu, dass wir nicht nur hoffen dürfen. Dass Gott uns ganz gewiss unsere Verfehlungen und Sünden vergeben wird, wenn wir uns ihm zuwenden und in seine offenen Armen laufen. Dass wir gewiss sein dürfen, dass wir irgendwo hingehören, selbst wenn man irgendwo rumschwirrt, dass wir irgendwo hingehören, selbst wenn alles ungewiss aussieht, dass wir gewiss sein dürfen, dass wir nicht alleine sein werden, selbst wenn schlimme Dinge passieren in der Welt. Gott selbst ist jetzt schon da und er wird uns begleiten auf unserem Lebensweg, bis in unsere eigentliche Heimat im Himmel. Ich möchte dich daher ermutigen, dass du dich Gott ganz neu zuwendest. Wie vielleicht ein Konfirmand in der Konfirmation. Ja zu Gott sagen. Ja zu seinem Plan für dein Leben. Ja zu seinem Weg. Ein paar Verse zuvor schreibt Paulus nämlich: Ich strebe danach, es zu ergreifen. Warum? Weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden. Gott sagt ein unwiderrufliches Ja zu uns. Egal, was wir tun oder lassen, Gott ist da. Er hat offene Arme für uns. Er ist bereit, uns jederzeit aufzunehmen und zu begrüßen. Aber wie werden wir darauf antworten? Sagen wir nein? Oder sagen wir ja? Schlagen wir ein. Dann haben wir einen Deal. Dann sind wir Kinder Gottes. Dann haben wir von unserem Bürgerrecht Gebrauch gemacht. Dann geht es dir gewiss so wie mir, als ich mit diesem Pass das letzte Mal in die Vereinigten Staaten gereist bin. Ich gebe ihn der Grenzbeamtin, sie schaut sich den an, guckt, lächelt, gibt ihm den zurück und sagt: Welcome home. Willkommen in deiner Heimat.